Verdammte Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Das ist doch nicht schlecht. Der Samariter von Rom. Okay, 3000, ja, die haben wir ja auf dem Konto. An der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Also, okay. Nicht entdeckt zu werden, das wäre schon, naja, durchaus möglich natürlich, aber ich denke, damit kann ich leben. Okay, wir können eigentlich direkt die Mission fortsetzen. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Dem Geld folge, dem Senator folgen, der seine Rückzahlung zum Bankier bringt. Okay, während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Oh, ja, okay. Ja, das probieren wir mal. Beim Treffen belauschen. Aufzüge! Wo ist denn hier ein Aufzug? Tja, keine Ahnung. Klettern einfach mal über die Dächer. Pfeilhagel verfügbar. Also kann ich jetzt einfach zum Zielort laufen? Moment. Ja. Achso, dem Senator folgen. Naja. Und da kann ich jetzt einfach schon zum Zielort laufen. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wo der lang gelaufen ist. Naja, wird mir schon gleich angezeigt werden. Na, das hier ist nicht optimal. Okay, ach, das ist auch direkt hier vorne. Komm ich denn da jetzt am besten nach drüben? Ach, verflucht nochmal. Okay. Weiter, weiter, weiter. Und da vorne sind wir schon. Ach, ich muss ihn dann von hier aus wahrscheinlich weiterverfolgen. Okay. Egidio, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und? Wie wollte ich? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Okay, wir dürfen jetzt nicht den Boden berühren und nicht entdeckt werden. Also im besten Fall. Okay, der läuft schon mal weg hier. So, Achtung. So, ganz ruhig bleiben, mein Freund. Schon ist es vorbei. Ruhe und Frieden. Mhm. Dieses komische Geflüstere. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und dann komme ich da jetzt nach drüben. Ja. Okay, nochmal Glück gehabt. Gerade so. Okay, wo läuft der jetzt lang? Ja, ich habe ihn ja noch im Visier. Okay, hier lang. Ja, da komme ich auf jeden Fall nach drüben. Ui, okay, Beeilung. Keine Sorge, wir haben genug Zeit. Da oben ist eine Wache, die habe ich gesehen. Aber der hat hoffentlich nicht mich gesehen. Was zum Teufel tut er? Oh je. Sieht gefährlich aus, nicht? Dürfen nicht zu nah dran.
Okay, ich hoffe echt, dass ich hier nicht weiter entdeckt werde. Bin schon ganz ruhig geworden. Da ist eine Wache. Okay. Er läuft hier unten lang. Ich warte mal kurz. Okay, er läuft einfach hier lang. Also wenn die eine Wache hier einfach stehen bleibt, dann können wir ihn eigentlich eliminieren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, er bewegt sich. Alles klar. Okay, weitere Wachen sehe ich hier nicht. Zumindest nicht im näheren Umkreis. Okay, da hinten sehe ich einer. Achtung. Okay, ich nehme mal kurz die Wurfmesser. Oh je. Okay, ich muss mal kurz gucken, wo der jetzt hinläuft. Ja, perfekt. Oh, habe ich die falschen ausgewählt? Ja. Oh nein. Oh, ich dachte, wir können ihn direkt töten. Na, großartig. Zählt das hier schon als Boden? Naja, jetzt wurden wir sowieso entdeckt. Ach, Mann. Immer kurz vor knapp. Ach, das ist ein Aufzug hier, oder? Na, verdammt. Ach, Mann, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So. Jetzt. Los, los, los. Beilung. Komm schon, komm schon, komm schon. So, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Ah, das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. So. Schön liegen bleiben. Okay. Und jetzt. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Warum kann ich nicht das Pantheon über das Dach infiltrieren? Das mache ich zu gerne. Okay. Ist die Frage, von wo aus am besten? Welch komische Vorstellung. Pardon? Warum dauert das so lange? Okay, wie kommen wir da jetzt am besten rein? Also, von welcher Seite? So vielleicht? Ja, das sieht doch gut aus. Zum Glück haben wir die neuen Handschuhe. Von Leonardo. Ja. Okay. Klettern wir mal hier lang. Er muss das Geld von allen Kunden des Bankiers zählen. So, alles klar. Er hat es wohl nicht aufgeschrieben. Das sieht doch gut aus. Die Wachen töten, ohne bemerkt zu werden. Na, wenn ich das hinbekomme, wie soll ich denn jetzt da runterkommen? Heilige nochmal. Sieht aber auch schon sehr beeindruckend aus, gerade mit dem... mit dem Hintergrund. Ja, das ist schon echt nicht schlecht. Okay. Wie gehen wir jetzt vor? Ah, ja, hier können wir langklettern. Sehr komfortabel. So. Achtung. Also wir müssen wesentlich weiter nach unten. Das weiß ich schon mal. Ja, sehr gut. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das bekommen wir hin. Mich noch nicht fallen lassen. So. Okay.
Alles klar. Das ist so diese eine Wache hier. Aus der Höhe auch noch. So, okay, während der Verfolgung. Ja, wir wurden leider entdeckt. Schade, schade. Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Hoch aufgelöste Kiste. Ist die Zählung beendet? War bene. Tötet ihn. Nein. Ach ja. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Wir hatten uns ja schon mal im zweiten Teil als Wache verkleidet. Als Träger der Truhe verkleidet die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktionen der Wachen können helfen, den richtigen Weg zu finden. In weniger als 3 Minuten. Sehen wir mal. Egidio Troche. Achso, die Kiste abliefern und unentdeckt bleiben. Misstrauensstufe. Jetzt machen wir Zeit gut. Ja, okay. Dann muss ich mal sehen. Wir sind auf Kurs. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf Kurs. Ganz schön riskante Aktion hier, Ezio. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ginge woanders lang, aber wer bin ich schon? Ja, okay, ich kann auch wieder zurückgehen. Wo gehen wir hin? Naja. Jetzt machen wir Zeit gut. Das würde ich auch gerne herausfinden, wo wir hingehen. Ist aber schön, dass wir quasi auf die Reaktion von den Wachen warten müssen. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Hier lang? Vielleicht? Signore, geht es euch gut? Ach, verdammt nochmal. Jetzt machen wir Zeit gut. Okay, also wir müssen hier lang laufen. So, links oder rechts? Wo gehen wir hin? Ich hoffe, die lassen uns... Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Okay, rechts. Ich ginge woanders lang, aber jetzt machen wir Zeit gut. Naja, ob wir so viel Zeit gut machen? Hier lang. Ich möchte eure Autorität jetzt... Ja, die untergraben die ganze Zeit meine Autorität hier. Später direkt mal abschlachten alle. Oh. Eigentlich müssen wir in die andere Richtung. Was? Signore, geht es euch gut? Ich weiß nicht. Gut, die Stadt ist verwirrend. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Hä? Muss ich denn jetzt langlaufen? Signore, geht es euch gut? Ja, das ist ja anscheinend auch der falsche Weg hier. Okay, dann gehen wir nochmal hier lang. Die lassen uns mit rein. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Er geht in die falsche Richtung. Wo soll ich denn sonst lang gehen? Also... Wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs. Ich hab's doch eben schon hier probiert. Das war ja auch falsch. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Ich habe keine Ahnung. Der Weg hier bleibt noch offen. Das ist auch echt verwirrend. Könnt noch mal ein bisschen... Oh, danke. Ja, endlich. Okay, und jetzt? Oh je. Ja, tut mir leid. Ich habe schlecht geschlafen, kann mich nicht erinnern. Das waren schon 3 Minuten. Heilige. Signore, geht es euch gut? Okay, dann halt nicht. Ich hoffe, lang? Die lassen uns mit rein. Jetzt hier entlang vielleicht? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ah, also. Wo gehen wir hin? Oder auch nicht. Wir sind auf Kurs. Das ist ja absolut schrecklich. Wird auch dezent auffallen. Signore. Geht es euch gut? Glaube nicht. Dieser Weg hier, wir sind fast da. Okay. Hier lang? Ja, ich glaube schon. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Und jetzt hier lang laufen. Ja? Okay.
Sie monieren sich nicht, von dem her. Wird das schon richtig sein. Und jetzt, ja, keine Ahnung. Na, hier wahrscheinlich nicht. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Oh je. Kiste. Das Königreich Montenegro wurde von den Türken. Hier lang. Geht es euch gut? Okay, nee, das hier ist, glaube ich, falsch. Ja. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Das ist auf jeden Fall falsch. Hier können wir auch noch lang gehen. Oh je. Geht es euch gut? Nee, das ist auch falsch. Das scheint richtig zu sein hier. Ja? Sieht gut aus. Okay. Ganz schön stressig hier. Hier lang. Nee, das ist falsch. Und das hier? Das hier ist richtig. Wo gehen wir hin? Jetzt sind wir auf dem rechten. Das hier? Wo zum Teufel laufe ich lang? Ich hoffe, die lassen okay. Über die Brücke? Ja, sieht gut aus. Warte mal auf die Herren. Okay, das ist schon mal richtig. Ich hoffe mal, wir sind gleich da. Das dauert nämlich ganz schön lange. So, Freunde. Bald sind wir hier fertig. Kommt mal ran hier. Ich wollte eine schöne Drehung machen. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana! Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Rein und raus, dem Geld zum Bankier folgen, den Bankier eliminieren und dann fliehen. Sagt Claudia, der Bankier. Gerne doch. Ist hier. Okay. Zu Gast in Rom. Mhm. Also tauchen sie zwischen den Kurtisanen unter, um sich vor Feinden zu verstecken. Okay, LT und dann Y drücken. Genau, dann können wir sie ablenken. Okay, also müssen wir in die Richtung hier. Kurtisanen! Also wir müssen, Moment mal. Genau, die Kiste durch das Fest verfolgen. Den Markier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Okay. Okay, wir erhöhen mal die Entfernung. Ja, das sieht besser aus. Ja, schön. Okay. Oh, wir haben zwei verloren. Mach ja auch nicht gesagt, was? Mit den Federn und mit den Perlen? Naja. Hey. Eben's gefällt. Soll ich denn jetzt hier durchkommen? Ach, das sind welche. So, die Damen. Die müssen sich mal wieder unter Beweis stellen. So, Sperrgebiet. Na hallo! Das geht ja ganz schön zur Sache hier. Okay. Achso. Das Geld wurde übergeben, ja. Ich wollte mich ja ein bisschen umsehen, aber anscheinend haben wir keine Zeit dafür. Was sind das denn für Eskapaden hier? Ach Mann! Au. So viel dazu. Tja, hätte ich mich wohl nicht ablenken lassen sollen. Dann machen wir den Spaß noch ein weiteres Mal. Okay.
Wie soll ich denn jetzt hier am besten vorbeikommen? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie in Trastevere bisher. Das ist echt skurril. Die alten Ruinen machen mich nervös. Aber interessant. Na klar. Na, die Herren. Eine Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sag ich dem Priester bei der Beichte? Naja, Arme anfassen ist noch erlaubt. Okay, hier hinten. Ja, die scheinen ja ihren Spaß zu haben. Die will ich nicht weiter stören. Heilige nochmal. Okay. Jetzt müssen wir in die Richtung hier. Leider habe ich keine Kurtisanen mehr dabei. Oh, das war schon relativ knapp. Okay. Gerade nochmal gut gegangen. Da sind ein paar Kurtisanen. Die dürfen bei einer guten Feier nicht fehlen. So. Dann kommt mal mit. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Juan Borgia der Ältere. Juan war der erste von 10 Neffen, die von Rodrigo Borgia zum Kardinal berufen wurden. Er suchte sich eine privilegierte Position am Borgia-Hof. Im Jahre 1499 half er Cesare mit dem Baron de Valois eine Treuepflicht auszuhandeln und beeindruckte den jungen Generalhauptmann mit seinem Wissen über französische Vorlieben. Folgenden Vorfall zeichnete der päpstliche Zeremoniemeister Buchard auf. Juan und Cesare saßen beisammen und besprachen finanzielle Angelegenheiten, als ein Diener ein Glas Wein reinbrachte. Juan nahm einen Schluck, erklärte den Wein als miserabel und beschuldigte den überraschten Diener, den kostbaren echten Wein selbst getrunken zu haben. Dann schüttete er dem Diener den Wein über den Kopf und zündete ihn an. Glücklicherweise entzündete sich der Wein nicht, doch leider wurde der Diener trotzdem hingerichtet, sobald das kleine Feuerchen gelöscht war. Solche Vorfälle müssen Cesare derart beeindruckt haben, dass er Rodrigo Borgias Bankier Agostino Chigi schmähte und stattdessen bei Juan investierte. Juan wurde nach und nach die Verantwortung für Roms Finanzen übertragen. Große Mengen der Steuergelder der Stadt gab er für verschwenderische Feste für seine Freunde aus. Einmal warf er 100 Goldteller nach nur einmaliger Benutzung in den Tiber. Damit übertraf er Chigi, der dasselbe allerdings nur mit Silber getan hatte. Auch Roms Einwohner waren in die öffentlichen Bereiche dieses Festes eingeladen, doch manche beschwerten sich insgeheim, dass ihr Geld auch sinnvoll ausgegeben werden könnte. Ja, man sieht ja wieder dekadente Feste. Oh je. Ja, das war mir schon klar, dass ich da auffalle. Na, ihr wisst ja, die Römer sind schon an ihrer Dekadenz zugrunde gegangen, von dem her. Würde ich da wohl besser aufpassen. Achso. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge in Römer machen wie nachts. Die Wachen lassen sich leicht ablenken. Niemand hält mich auf. Okay. Wir müssen ihm weiter folgen. Wunderbar. Oh je. Ja, ich will weiter. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei. Oh, das könnte interessant werden. Ich muss doch auch etwas nehmen. Okay, wie komme ich jetzt hier am besten vorbei? Ah, die laufen zurück. Sehr schön. Eine Tochter, worüber wird hier gesprochen? Okay.
Ja, das sieht gut aus. Und das nicht nur wegen den ganzen nackten Leuten hier. Okay. Kann ich hier wieder ein paar Kurtisanen anwerben? Oder wir müssen einen alternativen Weg finden? Oh je. Da habe ich schon ein paar Leute auf mich aufmerksam gemacht, wie ich sehe. Ach ja, die feiern hier. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Okay, den Bankier unbemerkt eliminieren. Von der Bank aus? Ah, schon wieder falsch. Jedes Mal. Den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Okay, das können wir mal probieren. Ob das jetzt so funktioniert, unbemerkt, wir werden sehen. Oh je. Das war schon knapp. Wir gehen mal weiter. Okay, Giftklinge. Aha, eliminieren Sie den Bankier. Oh nein. Ich muss doch erstmal nachlesen. Okay, auf ein neues. Nein. Hilfe. Oh, kommt schon. Ich war doch versteckt. Also gut, alle guten Dinge sind drei. Schreckliches Gemüt hat dieser Kerl. Mein Liebster bot ihm eine großzügige Summe für ein Gemälde und dieser Mistkerl wäre fast auf ihn losgegangen. Okay, warte mal. In die Richtung hier. Da haben wir eine Bank. Ja, der ist schon aufmerksam geworden. Giftklinge, oh nein. Der wird viel zu schnell aufmerksam. Ja, Giftklinge. Vergiften Sie Feinde, damit sie außer Kontrolle geraten und so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Wachen in der Nähe verletzen. So viel dazu. Au, au, au,